Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch wieder einen ganz neuen Tweak aus Cydia vor. Und zwar nennt sich der Closed Enhancer. Der Tweak ist kostenlos in Cydia erhältlich und ermöglicht es, die Apps schneller aus dem Multitasking zu löschen. Was der Tweak kann, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wenn ihr ins Multitasking geht. Und zwar könnt ihr einstellen, dass hier oben an der App sofort das rote Minus angezeigt wird und dadurch die App auch sofort löschen könnt, ohne dass ihr dann nochmal in den Jiggle-Mode gehen müsst. Und ja, und ihr könnt einstellen, wie ihr die App aus dem Multitasking löschen wollt. Und zwar geht das einmal mit einem Swipe ab. So habe ich das erst eingestellt. Andere Möglichkeiten, die ihr noch einstellen könnt, sind, dass ihr die App lange gedrückt haltet, um die App aus dem Multitasking zu löschen. Das habe ich jetzt aber noch nicht eingestellt. Und wenn ihr in die Einstellung geht, findet ihr dann hier unten auch Close Enhancer. Wenn ihr darauf geht, findet ihr hier oben die Einstellmöglichkeit, es zu enablen. Und hier den Close Type auszuwählen. Wie gesagt, ich habe Swipe Up. Dann gibt es noch Double Tap und Long Press. Und bei Close Box, da habe ich halt dieses rote Minus und ihr könnt noch ein schwarzes X, zeige ich euch auch nochmal gleich. Und hier oben wähle ich nochmal Long Press aus, so. Und hier könnt ihr dann Hold Home Button to Close All, also wenn ihr den Home Button gedrückt haltet, dass dann alle Apps aus dem Multitasking gelöscht werden. Und hier könnt ihr beim letzten auswählen, ob ihr, wenn ihr einmal kurz den Home Button drückt, ob dann die letzte App geschlossen wird. Und wenn ihr die Einstellungen speichern wollt, müsst ihr einfach hier unten drauf gehen und dann respringt euer Gerät einmal. Und nach dem Respringen sind da die Einstellungen auch sofort aktiv. Mein Gerät hat jetzt fertig respringt. Und wir sehen, hier ist jetzt ein schwarzes X statt dem roten Minus, und wenn ich jetzt eine App lange gedrückt halte, wird sie aus dem Multitasking gelöscht. Und wenn ich jetzt den Home-Button eine kurze Zeit gedrückt halte, dann sehen wir, alle Apps werden aus dem Multitasking gelöscht. Ich finde diese App richtig cool. Klare Kaufempfehlung von mir. Auch richtig gut ist, dass sie kostenlos ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten war's das. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tweak. Bis zum nächsten Video. Tschüss.